In diesem ersten Video zur Einführung in die Simulation mit LTSpice möchte ich ein einfaches Beispiel für eine Simulationsschaltung geben. Das heißt, wir wollen einen einfachen belasteten Spannungsteiler simulieren. Der ist hier dargestellt. Das heißt, eine Schaltung mit einer Spannungsquelle, drei Widerständen R1, R2 und R3. Wir haben eine Gleichspannungsquelle mit 9 Volt und die Widerstände haben hier die entsprechenden Werte 10 Kiloohm für R1 und R2 und 1 Megaohm für R3. Und wir wollen jetzt alle Spannungen über und alle Ströme durch die Widerstände hier in dieser Schaltung bestimmen, indem wir das überführen in ein Simulationsmodell, in LTSpice, das parametrieren und dann eine sogenannte DC Operating Point Analyse durchführen, um die Werte zu berechnen. Dazu starten wir LTSpice. Wir sehen hier das Startfenster, die Symbolleiste ist noch größtenteils ausgegraut und auch die Menüleiste hat nur wenige Einträge. Und das erste, was Sie jetzt hier machen müssen, ist eine Zeichnungsfläche für einen Schaltplan erzeugen. Das machen Sie hier entweder über den Icon New Schematic, über File New Schematic oder, wie hier auch angedeutet war, über Steuerung N. Ich drücke Steuerung N. Dann sehen wir, ich habe diese Zeichnungsfläche. Es hat sich geändert. Ich habe auch deutlich mehr Symbole zur Verfügung und auch die Menüleiste hat mehr Einträge jetzt. Kurze Anmerkung zu der Symbolleiste. Wir haben hier immer abgegrenzt einzelne Funktionsgruppen sozusagen. Das heißt, diese ersten drei Icons sind ein neuer Schaltplan erstellen, eine Datei öffnen oder speichern. Dann haben wir hier mit dem Hammer das sogenannte Control Panel. Dann haben wir hier zwei Icons für die Steuerung der Simulation später, das ist Run, das heißt Starten der Simulation und Halt, Anhalten einer Simulation. Wir haben hier vier Buttons zum Zoomen, reinzoomen, rauszoomen, Zoom to Fit. Dann hier weitere, die nur bei der Simulation dann später interessant sind, die Anordnung von Fenstern in LTSpice, falls wir zum Beispiel mehrere Schaltpläne gleichzeitig offen haben oder auch mehrere Simulationsergebnisfenster, dann hier üblich für die Editierung ausschneiden, kopieren, einfügen, suchen und dann hier die wichtigsten Icons, die wir jetzt brauchen, um eine Schaltung einzugeben, das Ziehen einer Verbindungsleitung, das Setzen eines Ground- bzw. Bezugspotenzial, ein Label an den Knoten machen, Widerstand platzieren, Kondensator platzieren, Spule platzieren, hier eventuell noch Diode und wichtig dieses Komponentensymbol. Damit kann man dann viele weitere Komponenten einfügen und dann hier weitere Icons, um Bauelemente zu bewegen, Bauelemente zu ziehen, in dem einen Fall mit Verbindungsleitungen, die als Rubberband dranbleiben, dann Undo und Redo, Drehen und Spiegeln von Bauelementen sowie Einfügen eines Textes als Kommentar und Einfügen eines Befehls einer sogenannten Spice-Direktive. Dann wollen wir jetzt anfangen. Was tun wir? Wir müssen jetzt unser Modell entsprechend hier anpassen. Das heißt, ich brauche vier Komponenten, drei Widerstände, eine Spannungsquelle. Die Widerstände kann ich im einfachsten Fall jetzt hier durch Klick auf dieses Resistor-Symbol einfügen. Ja, wir sehen, es nummeriert es automatisch durch. Mit Linksklick platziere ich das. Ich kann aber auch alternativ zum Beispiel über Edit Resistor hier einen Widerstand einfügen. Ich kann über Drücken der Taste R einen Widerstand einfügen. Mit Escape kann ich immer den Modus beenden. Ich kann aber auch über Component Bauelemente einfügen. Dort sind die meisten Komponenten entweder in irgendwelchen Unterverzeichnissen oder direkt hier drin zu finden. Wenn ich einen Widerstand habe, suche ich nach Resistor, RES, und dann sehen wir, kann ich auch hier den Widerstand einfügen. Escape beendet wieder diesen Modus. Dieses Komponentenfenster brauche ich insbesondere dann, wenn ich etwas kompliziertere Dinge einfügen will. Wir sehen, das sind ja bloß sozusagen die Standard-linearen Bauelemente, Widerstand, Kondensator, Induktivität. Wenn ich beispielsweise eine Spannungsquelle einfügen will, dann muss ich das auch hier über das Component-Fenster machen. Dort ist das eine Voltage Source auf Englisch. Ich muss das jetzt nicht hier suchen. Ich kann auch, wenn ich es weiß, sozusagen hier, wo meine Komponenten sind, das selber auswählen. Ja, das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Stromquelle suche, das ist eine Current Source, gehe ich hier auf Current. Wir wollen aber eine Spannungsquelle, also füge ich die Spannungsquelle ein, OK drücken, linker Mausklick in den Schaltplan, habe ich das eingefügt und jetzt kann ich den Editiermodus beenden, entweder
Escape oder rechte Maustaste auch drücken. Jetzt haben wir die Komponenten eingefügt, das heißt die vier Komponenten, die wir brauchen. Jetzt müssen wir diese verbinden, Verbindungsleitungen ziehen. Das heißt, wir haben hier immer diese Rechtecke, die die Anschlüsse der Bauelemente markieren. Zwischen denen kann ich mit Wire eine Verbindungsleitung ziehen oder wieder mit Edit, Draw Wire F oder F3 dasselbe machen. Klicken wir auf Wire. Sehen, kann ich hier eine Verbindung ziehen. Ich bin weiterhin in diesem Wire-Modus mit diesem Kreuz. Sie sehen, es verschiebt sich hier auch. Wenn ich jetzt das später in der Darstellung haben will, dass ich wieder alles sehe, kann ich hier das, nachdem ich diesen Modus beendet habe, mit Zoom to Extends wieder machen. Eine Besonderheit bei T-Spice ist folgendes: Sie können Linien durch Bauelemente durchziehen und automatisch werden die Anschlüsse verbunden, ohne dass Sie einen Kurzschluss machen. Das heißt, ich kann jetzt hier links draufklicken und durch diesen Widerstand R2 meine Verbindungsleitung ziehen. Und der hat tatsächlich nur die Anschlusspunkte miteinander verbunden. Zum Abknicken muss ich jedes Mal einen Linksklick machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier drauf, mal eine Verbindungsleitung, gehe hier hin, Linksklick, wieder hoch bis zu diesem Anschlusspunkt, Linksklick und dann setze ich eine Verbindungsleitung. Rechts beende ich das wieder. Und wir sehen jetzt, ist das Bild verrutscht. Ich kann hier mit Zoom to Full Extents wieder sozusagen mein gesamtes Simulationsmodell darstellen. Jetzt müssen wir die Bauelemente parametrieren. Das heißt, wir haben jetzt zwar eine Spannungsquelle und drei Widerstände eingefügt, aber wir haben denen noch keine Werte zugewiesen. Ja, die Werte sind hier durch diese Bezeichner R bei den Widerständen dargestellt oder V bei der Spannungsquelle. Das heißt, ich muss jetzt den Wert editieren. Auch dafür gibt es mehrere Möglichkeiten. Bei jedem Bauelement, wenn ich dort drüber gehe mit der Maus, ändert sich dieser Cursor und dann kann ich rechte Maustaste machen, um das zu editieren. Steht auch immer hier unten links. Dann kann ich hier den Wert eingeben. Für 10 Kiloohm kann ich einfach 10K eingeben. Ich könnte aber auch 10.000 eingeben beispielsweise. Ja, wir geben 10K ein. Für den zweiten Widerstand auch. Hier machen wir das ein bisschen anders. Ich könnte zwar hier auch wieder mit Rechtsklick dort drauf. Ich kann aber auch einfach mit Rechtsklick auf diesen Wert R gehen, um ihn zu ändern. Und kann dort die 10K eingeben. Und jetzt dieser Widerstand R3, der sollte 1 Megaohm haben. Dort geben wir den Wert auch ein, Rechtsklick, ich gebe 1 Megaohm ein. Das mache ich jetzt aber so, dass ich ein Meg eingebe oder ein Meg in dieser Form. Achtung, nicht ein M. Ein M steht für Milli. Und auch wenn Sie das M groß schreiben, LT-Spice ist in dieser Hinsicht nicht case-sensitiv. Das heißt, ein kleines M und ein großes M sind für ihn gleich. Steht hier für den Dezimalvorsatz 10 hoch minus 3 Milli. Und um den Vorsatz Mega für 10 hoch 6 zu kriegen, müssen wir hier ein Meg eintragen. Entsprechend wird dieses K hier interpretiert als 10 hoch 3. Dann habe ich jetzt die Widerstände parametriert. Jetzt muss ich noch die Spannungsquelle als Gleichspannungsquelle parametrieren. Rechtsklick drauf. 9 Volt eingeben, bestätigen mit entweder OK oder Enter-Eingabetaste. Und dann haben wir jetzt alle Werte zugewiesen. Allerdings reicht das noch nicht. LT-Spice benötigt immer die Angabe eines Bezugsknotens für die vollständige Simulation. Das heißt, ich muss dieses Ground-Symbol nehmen und dann einen Knoten dranhängen. Hier in diesem Fall nehmen wir diesen unteren Knoten, genau wie die Widerstände platzieren mit linker Mausklick und dann verbinden mit dem Knoten, dann habe ich hier dem ein Bezugspotenzial zugewiesen. Warum machen wir das? Weil tatsächlich eine Spannung ja eine Potentialdifferenz ist und uns LT-Spice nachher bei der Simulation Spannungswerte ausgibt. Diese Spannungswerte sind aber immer bezogen auf ein Bezugspotenzial. Und dadurch, dass ich einem Knoten dieses Bezugspotenzial zuweise, sind damit dann später auch die Spannungen, die ich messe, eindeutig definiert. Gut, jetzt können wir die Simulation parametrieren. Das heißt, nachdem ich ein Simulationsmodell gemacht habe, diesen Schaltplan eingezeichnet habe, muss ich noch eine Simulationsart auswählen und gegebenenfalls diese Simulation parametrieren. Dazu gehen wir auf Simulate, Edit Simulation Command und wählen jetzt für die Gleichstromanalyse diesen DC Operating Point aus. Die anderen Analysearten werden wir zu anderen Zeitpunkten betrachten. Das heißt, ich gehe jetzt auf DC Operating Point, das ist eine Gleichstromanalyse. Da steht ja auch, ja, dass hier Kondensatoren als Unterbrechungen, Open Circuits betrachtet werden und Induktivitäten als Kurzschlüsse. Und dann gibt es hier diesen Befehl .op, das ist eine sogenannte Spice-Direktive. Ich drücke auf OK,
krieg hier am Cursor diese Spice-Direktive angehängt, Punkt OP, und kann die mit links platzieren. Und damit habe ich meine Simulation jetzt parametriert. Ich hätte auch hier über diesen Button eine Spice-Direktive einfügen können und hätte dann Punkt OP schreiben müssen, um dasselbe zu erreichen. Jetzt ist meine Simulation parametriert und ich kann durch Drücken auf Run die Simulation durchführen und danach auswerten. Das heißt, ich drücke jetzt hier auf Run. Dann wird diese Simulation durchgeführt und wir sehen hier so in Tabellenform dargestellt die Simulationsergebnisse, das, was wir eigentlich wollten, alle Spannungen von den Knoten zu unserem Bezugsknoten. Ja, das heißt, hier oben 9 Volt, das ist VN001 zu diesem Bezugsknoten und hier von diesem Punkt nach hier unten eine Spannung von 4,4776 Volt und wir haben dann hier I von R3, I von R2, I von R1 und I von V1, die Ströme durch die einzelnen Elemente. Jetzt sehen wir das ein bisschen kryptisch hier mit diesen Bezeichnungen V von N001, V von N002. In diesem Fall ist es noch relativ einfach rauszufinden. Tatsächlich können Sie es immer rausfinden, wenn Sie hier mit der Maus drüber gehen und dann links unten die Leiste angucken, dann steht dieser Knoten ist N001 und es steht auch der DC Operating Point Wert mit 9 Volt drin. Und dann, wenn Sie hier drauf gehen, sehen Sie, dieser Knoten ist N002. Wenn wir das ein bisschen einfacher haben wollen, können wir diesem Knoten ein Label geben, das heißt einen Namen zuweisen. Kann ich entweder hier auf Label Net gehen und sage zum Beispiel VMP als Knoten für diesen mittleren Anschluss. Kriege ich so einen Pin und kann den anschließen. Und damit habe ich jetzt diesen Knoten benannt VMP. Sehen wir auch unten links. Und das gleiche kann ich jetzt machen, zum Beispiel hier oben. Ich kann aber auch Rechtsklick drauf machen, Label Net und nenne das zum Beispiel VBAT Plus. Kriege wieder so ein Labelzeichen. Kann das wieder verbinden und dann habe ich auch diesen Knoten den Namen VBAT Plus gegeben. Ja, und wenn ich jetzt simuliere, dann sehen wir, dass die statt diesen Bezeichnungen N001, N002 hier in dem Ergebnisfenster tatsächlich die von mir benannten Werte für die Knoten angegeben sind. Und dann kann man einfacher sagen, okay, welche Spannung haben wir an welchem Punkt in der Schaltung. Jetzt wollen wir uns noch was anderes kurz angucken. Ich kann mir diese Spannungswerte auch jetzt direkt in diesen Schaltplan einzeichnen lassen für diese DC Operating Point Analyse. Rechtsklick auf so eine Verbindungsleitung an einem Knoten erlaubt es mir hier Place.op Data Label zu machen. Ich klicke drauf und dann schreibt er hier 9 Volt hin. Und wenn ich das hier mache, Place.op Data Label, schreibt er mir hier 4,4776 Volt ran. Und das sind jetzt tatsächlich die Werte, die nach einer DC Operating Point Simulation hier ausgerechnet wurden. Ja, wenn ich jetzt die Spannung ändere, Rechtsklick hier drauf, wieder 6 Volt eingeben, dann würde ich jetzt erwarten, dass diese Werte sich auf 2/3 von dem jeweiligen Wert ändern. Dazu muss ich aber erst nochmal die Simulation neu durchführen, Run machen. Sehen hier, es erscheinen diese Fragezeichen. Wenn ich jetzt aber dieses Fenster schließe, dann werden auch hier diese korrekten Werte dargestellt. Das war das erste Beispiel, sozusagen die einfache Gleichstromanalyse von Schaltungen.